Also da bin ich einverstanden. Ich glaube, das ist genau das, was die GLP auch immer sieht. Also mit dem Steuerteil von dieser Vorlage sind wir absolut einverstanden. Aber ihr habt vorhin gesagt, es sei ein sozialer Ausgleich. Und es ist von mir aus überhaupt kein sozialer Ausgleich. Man zieht den Arbeitnehmenden, den Leuten, die arbeiten, zieht man 500 Millionen aus der Tasche. Man tut den KMUs auch 500 Millionen aus der Tasche ziehen, für das mitzufinanzieren. Und man hat dann auch nichts strukturell reformiert in der Altersvorsorge. Und wenn man das dann auch noch machen muss, kostet das dann die Unternehmungen und auch die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auch wieder Geld. Und das ist das, was ihr verschwiegt.